Ja, also mir hat Spaß gemacht, mit euch zu zocken. Na, ah, war lustig, war lustig. Zu weit. Komm, zieh an. Die Zeit schaffen wir nicht. Das ist zu knapp. Von der Dienststelle zum Zirkus zu fahren in einer Minute, das kriegt nur der Michael Schumacher hin. Wenn kein Verkehr da ist und er wieder aufwacht. Er ist ja momentan, glaube ich, sogar am Aufwachen. Ich habe diese Woche echt keine Zeiten gelesen. Ich weiß nicht, wie es um Michael Schumacher steht. Ich schaff's sogar noch. Ich schaff's sogar. Wenn ich nicht vorbeibremsen würde. Puh. Wir halten besser Abstand. Wenn mich der Stuntshow-Leiter sieht, dann muss ich gleich mit dem Training anfangen. Jo. Schau mal. Er hat's verdammt eilig. Denkst du, was ich denke? Nee, nicht immer, hoffe ich. Aber jetzt schon. Beschatten oder ausschalten? Beschatten, alles klar. Ja, also mir hat das Stream Spaß gemacht. Wir haben hauptsächlich eigentlich MTA gespielt. Noch ein bisschen APB, bis wir gemerkt haben, wir kacken total ab. Zu nah. Dann haben wir wieder umgeswitcht auf MTA. Haben ganz nebenbei einen Haufen Kohle verdient. Aber ja, wir sind da bestimmt irgendwie so eine Stunde oder so rumgefahren. Haben nur Blödsinn gequatscht. Ne, eine halbe Stunde war es ungefähr. Eine Stunde? Keine Ahnung. Jedenfalls ziemlich lange haben wir da. Wir sind auch ein bisschen im Kreis gefahren. Ein bisschen Blödsinn gequatscht. Und ja. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Können wir gerne wiederholen, wenn Interesse besteht. Weil, naja, mit zwei Viewern, die nicht von uns sind, ne? Macht's nicht wirklich Spaß zu streamen. Jetzt guck dir das an. Der macht sich an den Polizeiwagen zu schaffen. Los, komm, den schnappen wir uns. Moment. Wir könnten ihm eine Falle stellen. Wie meinst du das? Lass ihn einfach mal machen. Spinnst du? Wir lassen ihn einfach glauben, dass alles nach Plan läuft. Zentrale für Cobra 11. Sag den Kollegen von Wagen 14 Bescheid. Die sollen sich unbedingt fernhalten. Ihr Wagen ist mit Sprengstoff präpariert. Alles klar. Der Bombenleger ist weg. Niemand in der Nähe. Dann lass uns mal sprengen. Ja, ich würde sagen, wir parken hier einfach mal unauffällig. Neben dem Lieferwagen. So, das passt. So. Und buxieren. Den kleinen Ballermann hier drunter. Der schöne Wagen. Egal. Boom. War eine gute Idee, Ben. Der Täter wird glauben, dass sein Anschlag erfolgreich war. Ja. War er aber nicht. Fahrzeugfreies Spiel, Cobra, Spezialfeuerwehr. Bist du Spezialfeuerwehr? Jetzt nehmen wir Bens Wagen mal. Wo ist jetzt diese Speziallieferung? Kein Plan. Fahren wir mal Sehen hier mir, Ben? Die KTU hat gerade angerufen. Sie haben die Zahlen- und Buchstabenkombination auf dem Zettel entschlüsselt, den ihr in der Tasche von dem Informanten gefunden habt. Was ist denn rausgekommen? Die Spur führt zum Containerhafen. Auf dem Zettel stand der Name eines Schiffes, leider ohne Angabe des Anlegers. Die Kombinationen sind vermutlich Container, die mit dem Schiff geliefert werden. Ich habe schon nachgesehen. Das Schiff hat vor einer halben Stunde angelegt. Ja, danke, Susanne. Wir fahren zum Hafen. Jep, das machen wir. Oh, ich fahr falsch. Fail. Sieh. Ah, wir haben kein Zeitlimit. Okay. Dann ist ja vollkommen easy. PC können wir da hincruisen. Und uns das Boot mal ansehen, ne? Ja, wobei ist ein Schiff, kein Boot. Oppa, sorry, Bro. Was my fault. Weil diese Kackkarre kein ABS hat. Ja, immer den Fehler aufs Auto schieben. Ganz richtig. Ich wollte euch noch was erzählen, ne? Kommt gleich. Der
Der Hafen ist nicht gerade übersichtlich. Wir werden den Kahn schon finden. So, 2 Minuten für 9 Checkpoints. Das sollte machbar sein. Ich muss mich jetzt gerade kurz konzentrieren. Ich probiere ein bisschen nebenbei zu labern. Und zwar, ich... Ach, Entschuldigung. Das ist nicht unser Frachter. Oh! Ja, das... Die Bremsen habe ich überschätzt. Ich habe den Weg unterschätzt. Also Pac-Man und noch ein paar andere Leute, wir haben uns mal was überlegt. Und zwar, dass wir einen neuen Kanal aufmachen, zusammen. Irgendwie zu 5 oder so. Also das sind halt 5 Leute, sind so wie Pete mit ungefähr. Also halt so einen Kanal aufmachen, neu. Das falsche Schiff. Oh, Mann. Hätte folgende Vorteile gehabt. Ja, also ich erkläre kurz die Idee, noch kurz fertig. Dass wir halt dann irgendwie zu 5 sind, die halt Let's Plays machen auf einem neuen Kanal. Also das heißt, Mrs. Swisszucker wird dicht gemacht. Keine Sorge, der Kanal bleibt bestehen. Ich werde auch weiterhin den benutzen, aber keine Videos mehr hochladen. Ich werde hier meine privaten Abonnements haben ganz am Ende und alles. Aber ich werde halt keine Videos mehr hochladen. Kommentare werden noch weiterhin beantwortet, wenn ich mal bei YouTube das mitteilt. Aber ansonsten wird das nicht groß angeguckt, ne? Keine Videos mehr. Aber es hat für euch folgende Vorteile. Ist dieser Hafen groß? Und zwar, ihr habt alles in einem. Ihr habt Shooter, ihr habt Racing Games, ihr habt Third Person Games, ihr habt alles auf einem einzigen Kanal. Ihr müsst nicht mehr 10 verschiedene Leute abonniert haben für... Ich hätte es schaffen können, wenn ich mich nicht verbremst hätte. Da, Ben, sieh mal, da werden gerade LKWs Moment. Beladen. Das ist unser Schiff. Ne, ihr habt halt alles bei einem Kanal. Ist für jeden was dabei. 4 LKWs, das muss eine große Lieferung sein. Vielleicht hat sich unser Wärter Novakov ein Fertighaus bestellt. Und die beiden da? Wollen was von uns. Na, sehen wir mal, dass wir wegkommen. Zentrale für Cobra 11. Am Hafen sind 4 LKWs beladen worden. Die haben uns bemerkt und jetzt haben wir 2 Limousinen im Nacken. Wir schicken Verstärkung. Das schaffen wir schon, aber schickt Einheiten zum Hafen, dass die LKWs im Auge behalten. Gut, dann werden wir mal unser Geleitschutz los. Was ich eigentlich sagen wollte, eben. Es hat für euch Vorteile, dass ihr halt alles beieinander habt. Ihr habt wirklich für jeden ist was dabei. Weil es sind wirklich gute Leute, die das machen. Es ist nicht so bis auf ich. Ich bin natürlich der dümmste von allen. Ich bin natürlich dabei, der Pac-Man ist dabei, der Blobler ist dabei, wahrscheinlich. Ihr könnt ja mal auf GreenBitCube, ist auf meinem Kanal verlinkt, vorbeigucken, die machen wirklich gute Videos. An der Audioqualität, ganz ehrlich, Martin, tut mir leid, aber an der Audioqualität muss man noch feilen ein bisschen. Ist bei mir auch nicht perfekt, ich sag gar nichts. Mir ist auch nicht perfekt, gebe ich ja zu. Aber es hat wirklich ein paar Leute dabei, die haben wirklich, machen Top-Videos. Wir werden halt schon mal 3, dann, der Crazer Racer, den kennen sicher noch ein paar von euch, hat schon gesagt, vielleicht macht er mit. Ich rede noch ein bisschen auf ihn ein, dann wird er mitmachen. Falls du das Video siehst hier, Crazer, mach mit. Er wird, ich hoffe, mitmachen. Ob er hochladen wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall momentan noch nicht, weil sein PC und sein Internet das nicht packt. Oh, wir haben es geschafft. Aber ich hoffe es. Nein, das haben wir gerade eben gespielt. Spielen wieder Data. Genau. Also ich finde es wirklich eine coole Idee. Also der Pac-Man hatte die Idee. Ist wirklich cool. Wir haben auch so eine kleine Community. Zentrale an Cobra 11. Einer der LKWs, die am Containerhafen beladen wurden, ist gesichtet worden. Wir schicken euch die Position. Verstanden. Ja, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Wo ist denn der?
Zeig mal her. Alter, bist du irgendwie behindert im Kopf? Ich nehme die Autobahn. Geht's noch? Mit schöner amerikanischer Sirene geht's jetzt auf die Autobahn. Und es hat für uns auch Vorteile, dass wir das halt machen. Zum Beispiel, meine, guck mal, ich habe 300 Abonnenten. 400 Abonnenten auf diesem Kanal. Entschuldigung. Und wenn's gut kommt, 20 bis 30 Aufrufe auf einem Video. MTA ein bisschen mehr. Kann ich ja verstehen, dass euch das besser gefällt. Gefällt mir persönlich auch wirklich gut. Aber es ist halt wirklich, es wäre toll, wenn auf jedem Video so, ja, ich sag gar nicht mal 400, aber so 100 Aufrufe wären schon ganz knorke. Und ja, es sind halt wirklich ein paar, ich sag jetzt mal, tote Abonnenten drunter. Es geht allen so auf YouTube, ich weiß, geht wirklich allen so, dass halt, meine zum Beispiel Gronkh, der hat wie viele Abonnenten? 2000? Was laber ich? 2 Millionen? Irgendwie sowas? 2,5 Millionen Abonnenten? Und auf jedem Video, glaube ich, so 100.000 Aufrufe. Nein, 100.000 ist viel, aber prozentual gesehen ist es nix. Ups, da hat es uns zerbrezelt. Aber nicht so... Doch, es hat uns schon ordentlich zerbrezelt. Also eben, prozentual gesehen, wenn man es mit der Abozahl vergleicht, ist es nix. Da ist der LKW. Aber er ist nicht allein. Wir müssen erst seinen Begleiter ausschalten. So, ballern wir ihm die Kiste unterm Arsch weg. Okay, den Begleitschutz sind wir los. Dann schnappen wir uns jetzt den LKW. Einer von uns muss umsteigen, sonst können wir nicht stoppen. Alles unter Kontrolle. Wir halten am nächsten Parkplatz. Alles klar. Mal sehen, was der im Kofferraum hat. Kisten, Kisten, überall Kisten. Ich mach diese hier auf. Du heiliges Kanonenrohr. Sprengstoff. Randvoll mit Sprengstoff. Dann sind die anderen drei LKWs auch voll mit Sprengstoff. Mir wird übel. Ich will nicht wissen, was Novakov mit dem ganzen Zeug vorhat. Ah, das könnte jetzt hakelig werden. Oh. Oh. Tag 6. Wollen wir noch einen Tag machen? Weil... Normalerweise würde ich jetzt auf Autosuche gehen, aber wir haben ja alles. Haben wir alles. Für einen Tag wäre es jetzt fast schon wieder zu lang, einen ganzen Tag. Ich gucke mal, wie lang der Tag denn wird. Warte mal, wie heißt die Mission? Perfekte Vorbereitung. Ah, ich glaube, das ist vom Rennen. Gehen wir mal zu Hartmut. Ob der was hat. Sieh mir, wir sollten uns langsam auf den Weg zur KTU machen. Hast du mit Hartmut gesprochen? Sind unsere Rennwagen fertig? Jep. Ich bin gespannt, was er alles geschraubt hat. Hauptsache, man kann damit fahren und das Turnier gewinnen. Okay, lass uns die Wagen holen und gleich zur Strecke fahren. Vielleicht haben wir dann noch Zeit für eine Proberunde. So, da sehen wir schon. Da hatte ich einen richtigen Riecher, dass wir hier hin müssen. Ich hab's echt nicht mehr gewusst. Ich hab's nur vermutet. Du meine Güte, Hartmut. Heilige Du hast dich Scheiß. Selbst übertroffen. Damit solltet ihr mühelos gewinnen können. Ich würde ja gern mitkommen, habe aber gerade wieder Arbeit reinbekommen. Wir erzählen dir nachher alles. Okay, viel Spaß. Heilige Maria Gottes. Wir nehmen die Autobahn. Ich will mal ausprobieren, wie die Karre geht. Ja, Landstraße geht's noch? Ich will Karre ausreizen. What? Da geht der ab. Geht der ab? Alter. Wie ein Zäpfchen. So, jetzt warte mal. Machen wir Rennstart. Go, go, go. Das ist übel schnell. 200. Im vierten Gang sind wir auf 200 und schalten wir gerade mal einen fünften. Ohne Nitro, wohlgemerkt. Ja, 290. Ja, das wird teuer, wenn wir hier einen Kratzer reinmachen, weil ja. Ist halt ein Rennwagen, ne?
Aber ich glaube, man kann jetzt nicht mehr driften mit dem Wagen. Oder nicht mehr so gut. Aber ein Rennwagen muss ja auch nicht driften. Der muss fahren. Der muss... Ist ja eigentlich schlecht, wenn der driftet. Aber jetzt, wenn ich so weiterfahre, macht er sowieso nichts mehr. Zurücksetzen. Please. Please. Dude. Dude. Zurücksetzen. Option. Zurücksetzen. Maybe? Bitte? Bitte? Nein? Nicht Wiederholung. Nein? Hallo? Na. Hm. Neu starten. Ne? Du meine Güte. Haben wir schon mal gesehen? Ab geht er. Probier mal was. Ja, er zieht nicht so geil mit dem Heck. Nein, nein, nein. Der will nicht mehr driften, aber ist ja eigentlich auch gut für das Rennen. Muss er ja auch nicht driften. Ist ja kein... Ja, wenn man... Na, geht nicht. Wenn man ihn zwingt, dann kann er kurz leiden, aber er kann nicht wirklich gut kontrolliert driften. Aber es ist ja ein Rennwagen, kein Driftmobil. Ja, jetzt müssen wir gleich gucken, dass wir uns am Kreisverkehr nicht wieder aufs Dach legen. Die FPS sind wieder im Keller. Moment. So, weiter geht's. So, jetzt fahren wir anständig um diesen Kreisverkehr herum. Anständig ist was anderes, aber wir sind rum. Wir haben uns nicht aufs Dach gelegt. Immerhin. Stopp, 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 stopp. Wie die Bremsen zupacken, ne? Die Bremsen packen auch ganz gut zu. Not bad. Seemann, Bastian, ich traue meinen Augen nicht. Was habt ihr mit euren Wagen gemacht? Nicht schlecht, oder? Genial. Aber Pech für euch. Wieso Pech? Vor dem heutigen Rennen wird ausgelost, wer mit welchem Fahrzeug fährt. Diese Rennen haben immer den Reiz, dass man mit einem anderen Wagen fahren können muss, um das Rennen zu gewinnen. Bitte? Das heißt, einer meiner Kontrahenten fährt jetzt meinen tollen Wagen? Du hast es erfasst. Und wenn du Pech hast, fährst du die lahme Semmel von Arno. Ich glaube, die haben wir abbekommen. Aber ich werde euch zeigen, dass diese lahme Semmel nicht mehr so lahm ist. Denn guck mal. Wir haben die Startzielgerade noch nicht mal ganz passiert. Und wir sind schon auf dem zweiten Platz, vom letzten Platz vorgeschossen. Und das geile Ding hat Allrad. Ja, und ihr wisst, dass ich Allrad liebe. Und der kann driften sogar. Der ist richtig gut ausgelegt. Aus meiner Fährt in die Wand rein. Der ist richtig gut abgestimmt. Schön quer aus der Kurve raus. Da soll mal noch einer behaupten, mit Allrad kann man nicht driften. Na gut, das ist ein Spiel für Cinetic, hier geht ziemlich alles. Nein, 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 nein! Au! Der schöne Wagen. Ich hoffe, wir müssen den Schaden nicht bezahlen nachher. Ist ja auch kacke, ne? Wenn du so einem Typen dein Auto gibst. Wenn der Typ, der uns da das übelst hasst, wenn der unser Auto hat, Alter, der wird extra entgegen die Wand fahren. Da sagen, ups, sorry, tut mir leid. Hier hast du deinen Schlüssel wieder. Ah, stimmt, der Typ ist ja abgehauen, ne? Oh Mann, ich fahre ja echt gerade den größten Müll zusammen. Aber unser Wagen ist echt schneller als die Karre hier. Ich glaube, das ist die lahme Semmel von Arno. Knacken wir die 300? Knacken wir sie? Knacken wir sie? Ja, wir haben sie. Yahoo! Ups, 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 ups. Das Bremsmanöver war fail. Haben wir uns kurz gedreht. Aber sofort wieder gefangen.